Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wir schauen uns wieder die vergangenen Deals an und machen dazu die Preisanalyse, wie sich der Preis verhalten hat, nach oben, nach unten oder gleichbleibend und wie viel Gewinn man damit erwirtschaften konnte. Und natürlich eine gute Nachricht, Amazon Prime Days wird jetzt nun offiziell. Es ist nun der 12. auf den 13. Juli. Ich zeige euch, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt und wie ihr von einem sehr guten Schnäppchen profitieren könnt. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, wie angekündigt, am 12. und 13. Juli finden die Prime Days von Amazon statt. Und wie du dich darauf vorbereiten kannst, erfährst du hier in diesem Video. In diesem Video zeige ich dir ein Tool für Firefox, aber auch andere Browser, sicherlich auch erhältlich. Hiermit kannst du dir schon mal speziell gezielte Angebote oder Produkte aussuchen und darauf einen Preiswecker stellen bzw. Preisalarm. Wenn dieser Preis erreicht ist, so kannst du dann dementsprechend für deinen Wunschpreis diesen Artikel kaufen oder auch nicht. Ich werde natürlich für euch am Start sein an diesen Tagen. Es ist noch 3 Wochen bis dahin und werde natürlich alle möglichen Deals, die auch profitabel zum Weiterverkauf sind, euch an die Hand geben, mit euch teilen und somit könnt ihr davon profitieren. Wie du diese Deals bekommst, erfährst du unten in der Videobeschreibung. Schau es dir gerne an. Das Ganze ist komplett kostenlos und unverbindlich. Schau dir gerne auch andere Videos an, welche Deals ich bislang veröffentlicht habe und damit du sehen kannst, welche Profite daraus man ziehen kann. Somit sei dabei und schau dir das Ganze an, direkt per WhatsApp oder Instagram auf dein Handy. Beginnen wir mal mit den Deals direkt, die jetzt in den vergangenen Tagen waren. Und da können wir hier mit so einem Einhell-Mörder-Rührer beginnen. Hier, dieser war erhältlich für, wo haben wir hier den Preis? 44,18 Euro. Der war ja schon öfters mal im Angebot. Ihr seht es hier teilweise bis 42 Euro ging das runter. Dann geht das Ding wieder auf 100 Euro. Ja, dann kann man ihn profitabel verkaufen. Stand jetzt ist er bei 63 Euro. Immer noch knapp 20 Euro über dem Aktionspreis. Und ihr könnt es hier sehen. Also ab und zu haben wir hier echt gute Preise. Dementsprechend kann man hier immer wieder mal ruhig zugreifen. Ja. Wer hier zugegriffen hat, konnte sicherlich den ein oder anderen verkaufen. Falls du generell von manchen Deals schon profitiert hast oder nicht, schreib gerne einen Kommentar dazu und deine Erfahrung, wie du die Sachen verkaufen konntest. Kommen wir zum nächsten Deal. Das war ein Deal hier von Greenworks, so ein Schlagschrauber. Diesen gab es hier für 100 Euro, ja, knapp 120 Euro, seht ihr hier. Und Stand jetzt ist er bei 283 Euro. Also echt heftig. Den gab es leider nur ganz kurz. Also einige haben sich den holen können, andere nicht, weil die einfach zu spät kamen. Es ist meistens so, dass manche Deals einfach sehr schnell vergriffen sind, vor allem wenn es sehr gute Preise sind. Hier war auch ein möglicher Resellergewinn von 50 bis 90 Euro, also dementsprechend super profitabel. Leider ist der Deal ausgelaufen und ich glaube, so schnell kommt er hier nicht mehr wieder. Dennoch kann man das hier sich auf die Beobachtungsliste setzen. Das ist übrigens genau das Tool, wovon ich gesprochen habe. Keeper findest du, wie gesagt, oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zum nächsten Deal, und zwar hier von ASMC, dem Shop hier für Bundeswehrsachen und so. Viele kaufen sich hier was, die militärische Sachen suchen. Hier gab es diesen von Letterman, so ein Multitool. Und den gab es für 46 Euro plus Versand. Ab 3 Stück war der Versand sogar schon kostenlos. Stand damals gab es das Ding auf Idealo für 89, bei Amazon für 99 und bei eBay für 82 Euro. Ja? Also möglicher Resellergewinn 10 bis 20 Euro in dem Falle. Wir sehen es hier, der Preis ist immer noch stabil geblieben, also nicht groß sich verändert, zumindest hier auf der Seite. Auf den Marktplätzen kann sich das Ganze natürlich ganz anders ausgesehen haben oder sieht Stand jetzt auch noch anders aus. Dementsprechend, ja, mal gucken, manchmal ist der Preis dann dementsprechend auch wieder korrigiert nach oben, vielleicht nicht ganz so hoch wie der Listenpreis, aber zumindest wieder höher.
So, gucken wir uns den nächsten Deal an. Hier von Reebok. So ein Multifunktions, ja, Brett, wo man seine Übungen machen kann. Gab es für 85,59. Genau hier hab ich das mit euch veröffentlicht. War dann auch recht profitabel zum Weiterverkauf. 20 bis 30 Euro möglicher Resellergewinn. Wer hier zugeschlagen hat, hat eigentlich alles richtig gemacht. Der Preis ist bis dahin dann immer gut stabil geblieben und geht hier auch durchaus Tendenz weiter steigend. Gucken wir uns das nächste an. Und zwar hier von Yard Force, so ein Rasenmäherroboter. Den gab es für 259,99 € und schaut mal hier, 419, also 400, knapp 420 Euro jetzt der Preis. Genau hier auch den gab es nur ganz, ganz kurz. Man sieht hier, stichweise war der dann gar nicht mehr verfügbar und dann fing der Preis bei 449 wieder an und ist Stand jetzt bei ja, 417, 418 von anderen Händlern noch. Und ja, wer hier zugeschlagen hat, hat natürlich auch nichts falsch gemacht, denn ein möglicher Resellergewinn 40 bis 70 Euro wäre möglich und dementsprechend durchaus auch realistisch. Gucken wir uns den nächsten Deal an, und zwar von Citizen, eine Uhr für 184,98 € gab es das Ganze, sehe ich hier. Dann stieg der Preis wieder auf 254 und die Uhr ging nochmal auf 170 Euro runter, wo man hier zugreifen konnte. Und dann war es aber tatsächlich vorbei. Stand jetzt 254 Euro Bestpreis, also der nächste Preis. Und möglicher Resellergewinn hier 20 bis 40 Euro. Dementsprechend, wer hier zugeschlagen hat, hat auch nichts falsch gemacht. Diese Marke verkauft sich recht gut und ist preislich sehr stabil. Wir können das Ganze über aufs Jahr mal hinaus gucken. Teilweise über 300 € kostete diese Uhr und dementsprechend war das eine sehr gute Möglichkeit, hier zuzugreifen. Gucken wir uns den nächsten Deal an von Canon, eine Multifunktions-Farbtintendrucker. Gab es für, na, wo haben wir den? 137,89, ja, das ist genau hier gewesen. 137,89 stand jetzt für 257, wobei ich glaube hier 253 sogar. Ein möglicher Resellergewinn 20, nee, Moment, 20 bis 40 Euro tatsächlich, ja, stand jetzt ja nicht mehr auf Lager. Ich denke, der verkauft sich noch gut und wer hier zugeschlagen hat, hat auch nichts falsch gemacht. So, gucken wir uns das nächste an von Novsonic, ein ja, Kopfhörer-Headset. Wie man das auch nennen möchte, gab es für sage und schreibe 13,58 € im tiefsten Modus hier. Das ging hier permanent runter, bis wirklich zu diesen 13,58, da wo ich den Deal auch mit euch veröffentlicht habe. Und Vergleichspreise an die 60 Euro, teilweise an die 70 Euro. Ja, ich habe das natürlich nicht so hoch bewertet und habe dann aber einen möglichen Resellergewinn für mich ausgerechnet von 10 bis 20 Euro, die wirklich realistisch sind. Wenn man natürlich zu diesem Preis verkauft, ist da natürlich noch viel mehr drin. Aber Stand jetzt, wie ihr seht, ist dieser Deal vorbei. Wer hier zugeschlagen hat, hat auch nichts falsch gemacht. Ja. So, und dann nochmal zum letzten Deal. Das war hier vom Mediamarkt. Eine Logitech MX Master 3 Funktionsmaus, Funkmaus, in der Farbe hier Gray. Gab es für 44,98. Ne, Moment, das ist falsch. Also, die Maus gab es für 49 Euro. Und Vergleichspreise waren so ab 70 Euro, dementsprechend hier auch 10 bis 15 Euro Resellergewinn. Und dementsprechend, wer hier zugeschlagen hat, hat auch nichts falsch gemacht, denn der Preis hier ist wirklich wieder bei 85 Euro und vergleichbar wird es auf den Marktplätzen nicht anders sein. Ihr seht's, bis auf ein war es wieder hier alles profitable Deals, von denen man wirklich profitieren konnte und dementsprechend diese auch gewinnbringend weiterverkaufen konnte. Falls du, wie gesagt, auch solche Deals bekommen möchtest, schau dir gerne in der Infobox, wie du dich dafür registrieren kannst. Und du kannst von mir, wie gesagt, erwarten, dass da keine Spam-Nachrichten kommen und so weiter, so dass du nur direkt angeschrieben wirst und das Ganze auch datenschutzkonform bleibt.
So, und natürlich, wenn kein neues Video in der Zwischenzeit kommt, werde ich euch natürlich bei den Prime Days auf Trab halten. Ich werde euch alle Deals zeigen, deswegen seid unbedingt mit dabei. Speichert euch schon die Preisalarme für eure Produkte, die ihr gerne haben möchtet. Und dann seid ihr hier auf jeden Fall gut aufgestellt für den Prime Day 2022. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls dir dieses Video gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos. Abonniere gerne diesen Kanal und so bist du immer up to date. Viel Spaß, viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und bis zum nächsten Video. Ciao.